Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir sind auf Tushanga oder so ähnlich und versuchen das zu verhindern, dass Cerberus den Planeten in die Luft jagt. Sie können den Auslöser deaktivieren? Ja, die Tech ist alt. Ich weiß, was zu tun ist. Einen Moment noch, Commander. Wir sorgen dafür, dass Sie genug Zeit haben, Lieutenant. Verstanden. Beginne mit Überbrückung. Und danke, dass Sie mir diese Chance verschafft haben. Machen Sie es einfach richtig, Soldat. Oh. Achtung! Commander! Konzentration auf die Bombe. Wir kümmern uns um Cerberus. Niemand kommt an uns vorbei, klar? Klar! Schützen Sie ihn! Gut, dann macht ihr die Seite. Ich gehe hier lang. Heftig. Da kommen sie! Suchen wir Zeit! Oh, das sind aber ganz schön viele, meine Güte. Sie lassen einfach nicht nach! Nach weiteren Shuttles Ausschau halten! Ja, ich weiß, dass da jemand am Boden ist, aber doch, jetzt brauche ich Hilfe. Hey, Alter, das ist doch jetzt aber echt ein Witz oder was? Jetzt soll ich einen fetten Mac und gleichzeitig noch 20 von diesen komischen Heinis hier kaputt machen. Schützen Sie ihn!
Komm schon. Also. Die Firewall ist unten, ich bin drin! Schön. Bei den Geistern! Cerberus hat den Auslöser gehackt. Sie wird detonieren! Entschaffen! Keine Zeit! Ich muss den Auslöser von der Bombe trennen. Jetzt! Brauch Deckung! Ich empfange Funksprüche von den kroganischen Truppen auf dem Planeten. Sie erledigen anscheinend gerade die restlichen Cerberus-Truppen. Zum Glück musste ich die Kroganer nicht über dieses Überraschungspaket informieren. Sind Sie sicher rausgekommen? Es klang so, als wäre es da unten ziemlich übel gewesen. Die Turianer haben schwere Verluste erlitten, Joker. Der Sohn des Primarchen war auch darunter. Verstanden, Commander. Joker, Ende. Er hat nie gezögert. Was er vorher auch war. Dafür wird man sich an ihn erinnern. Was werden die Turianer davon halten, Garrus? Schwer zu sagen. Im Krieg werden Opfer erwartet. Er hat viel für uns getan, aber wir sind schwer zufriedenzustellen. Man lebt für die Sache. Gesellschaft und der Zug gehen vor. All das wird erwartet. Er hat getan, was er tun musste. Ja, ja, das hat er. Gute Arbeit auf Tuchanka, Commander. Die Entschärfung der Bombe hat einen turianisch-kroganischen Krieg verhindert. Wir können uns eine derartige Spaltung zurzeit nicht leisten. Joker meinte, die Kroganer stellen die Bombe sicher. Sie sind eingerückt und lehnen jede Hilfe von turianischen Bergungstrupps ab. Verständlich. Die Situation ist im Moment sehr anfällig. Mit Reef und dem Primarchen an Bord der Normandy sitzen sie auf einem Pulverfass. Das Bündnis zwischen den beiden ist nicht gefestigt. Bewahren Sie den Frieden, Commander. Das ist ein Befehl. Jawohl, Sir. Hackett, Ende. Ein weiterer galaktischer Krieg mit den Kroganern ist unmöglich. War die Genophage nicht schon genug? Brauchten sie noch einen Weg, um ihre Haustiere anzuketten? Die Entscheidung wurde vor Hunderten von Jahren gefällt. Es hat sich viel verändert. Sie haben uns trotzdem nichts über die Bombe erzählt, Sie Feigling. Hey! Wir müssen weitermachen. Die Vergangenheit darf uns nicht zerreißen. Nur zusammen haben wir eine Chance. Primarch, Sie hatten eine Bombe auf Tuchanka. Und Reef, Sie hätten anstelle der Turianer genau dasselbe gemacht. Commander! Es ist vorbei. Sein eigener Sohn starb, als er es wieder gut machen wollte. Bitte, Commander. Es ist schon in Ordnung. Also gut, Commander. Ich stimme zu. Wir müssen uns auf stärkere Feinde vorbereiten. Genau. Ich verstehe Ihre Vorbehalte, Commander. Aber hoffentlich verstehen Sie nun auch die Geheimhaltung. Geheimhaltung tötet. Das haben Sie jetzt auf die harte Tour gelernt. Ja. Die härteste Lektion meines ganzen Lebens, Commander.
Mein Sohn. Er starb mit dem Respekt seiner Männer. Dafür möchte ich Ihnen danken. Sein Opfer wird in der Chronik des 9. Zuges aufgeführt werden. Und darauf wäre jeder Vater stolz. Jawohl, Sir. Oh Mann, ja. Wieder so ein Teilerfolg. Und leider auch ein Opfer zu beklagen. Aber naja. Nochmals danke, dass mein Sohn in Ehren sterben konnte. Mehr kann sich ein turianischer Vater nicht wünschen. Aber wir sind im Krieg. Für Trauer ist später Zeit. Brauchen Sie irgendetwas? Trotz allem, Primarch, bedauere ich Ihren Verlust. Danke, Commander. Außer mir haben viele Väter ihren Sohn im Krieg verloren. Natürlich will ich die Reaper unbedingt aufhalten. Das ist alles. Natürlich, Commander. Gut. Ich erwäge, alles abzublasen, Shepard. Die Turianer hatten es auf uns abgesehen. Tun Sie es nicht, Reeve. Es war klar, dass es nicht leicht würde. Leicht? Sie bedroht auch keine Genophage und keine Bombe, die ihren halben Planeten hochjagen kann. Kroganer hatten es nie leicht. Ich verstehe. Ihr Glück. Und, brauchen Sie irgendwas? Zurück an die Arbeit. Ja, es gibt sehr viel zu tun. Okay. Ja, also, was soll man sagen? Ziemlich heftig, oder? Und nochmal großes Lob an das Spiel. Gefällt mir sehr gut. Man muss die Turianer einfach lieb haben. Erst besiegen und sterilisieren sie dich und dann platzieren sie eine alte Riesenbombe auf deinem Planeten. Nur falls du eines Tages übermütig werden solltest. Gut, dass wir sie entschärft haben. Stimmt, die Kroganer sind ziemlich hart. Mir ist es lieber, wenn sie den Reapern in den Arsch treten statt uns. Commander? Was gibt's Neues, Edie? Admiral Anderson berichtet, dass die Reaper auf der Erde einen Befehl ausgestrahlt haben. Sie verlangen, dass die Anführer der Menschen ihre Schiffe betreten, um den Frieden auszuhandeln. Jeder, der an Bord eines Reaper geht, wird indoktriniert. Genau. Es ist ein Trick, um die Bevölkerung während dieses Prozesses ruhig zu stellen. Wartende Bürger kämpfen nicht. Wahrscheinlich werden die Erdregierungen in Kürze Gesetze verabschieden, die den Angriff auf Reaper-Besatzer unter Strafe stellen. Auch das natürlich wieder im Namen des Friedens. Sagen Sie Anderson, wir machen so schnell wir können. Hallo, Shepard. Heftig, das ist ganz schön was los auf der Erde. Gut, gucken wir, was unser Com-Officer zu sagen hat. Sie haben neue Nachrichten, Commander. Ich habe von Victus gehört. Ein tapferer Mann. Ich könnte das... Ah, geht schon wieder los. Ich wollte sagen, dass ich das niemals könnte. Aber? Aber das stimmt nicht. Wenn ich Ihnen zusehe, weiß ich, was es bedeutet, in der Allianz zu dienen. Sie sind eine gute Offizierin. Gut, dass Sie es endlich erkennen. Danke. Aber auf die Bombe sollte sich trotzdem jemand anders werfen. Vorzugsweise einer mit guter Panzerung. Commander? Was soll das heißen, dass ich mich doch aufheben soll, oder wie? Jessica Fromm. Aha, okay. Das kennen wir ja auch, ne? Ab und zu kommen dann Mails an, wo sich die Leute dafür bedanken, dass wir gerettet wurden. Ist ja auch nicht schlecht, es gehört zum guten Ton. Der letzte Einsatz auf Tuchanka war der Hammer. Ich wollte Luftunterstützung leisten, aber der ganze Himmel war voller Cerberus. Als habe jemand ein Hornissennest aufgescheucht. Das mit Tarquin ist schade. Ich hatte begonnen, ihn zu mögen. Wer ist denn Tarquin? Hey! War das der Victus oder was? Naja. Gut.
Ich würde sagen, wenn wir hier die ganzen Menschen abgelaufen sind, machen wir als nächstes die Cerberus-Mission. Und... Es gibt nichts zu berichten, Commander. Schön. Und danach fliegen wir, bevor wir die Genophage heilen, noch zur Citadel. Die Station zerstört und das Allianzparlament vermutlich tot. Aber Admiral Stephen Hackett sagt, die Flotten könnten sich sammeln. Wir hören es von ihm persönlich, hier bei Battlespace. Commander? Gut. Von uns will sie nichts, auch nicht schlecht. Ja, genau, also als nächstes würde ich sagen Cerberus-Mission und dann nochmal zur Citadel und danach Genophage heilen. So. Also mit wem wir auf jeden Fall noch sprechen müssen ist Garrus, weil der wird mit Sicherheit was dazu zu sagen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich habe Krogana noch nie so entschlossen vorgehen sehen. Es ist fast ein wenig beängstigend. Die Kroganer bereiten sich auf einen groß angelegten Krieg vor. Man kann es kaum von dem unterscheiden, wie sie normalerweise auf Tuchanka vorgehen. Danke fürs Vorbeikommen. Okay. Nö, keine Neuigkeiten. Schade. Gut, hören wir, ob Garrus noch was zu sagen hat. Sehr beunruhigend, Vakarian. Wie kann ich Ihrem Primarchen vertrauen, wenn er Bomben auf meinem Planeten versteckt? Er hat sie ja nicht selbst dorthin gebracht. Das war vor langer Zeit, Reef. Lange Zeit hin oder her. Sie hätte mein Volk auslöschen können. Sie müssen das vergessen. Wenn Sie ständig uralten Geistern nachjagen, wird dieses Bündnis niemals funktionieren. Die meisten dieser Geister sind Kroganer. Vergessen Sie das nicht. Reef, Ende. Ich weiß nicht, welcher Turianer auf die Idee gekommen ist, aber eine Megabombe ist schon ziemlich genial. Heute ist es peinlich, aber damals war es genial. Ich dachte kurzzeitig, Reef würde uns jetzt den Krieg erklären. Ich mag ihn zwar nicht, aber das könnte ich ihm nicht mal verübeln. Wie geht's? Ja, da hat er natürlich recht, ne? Schade, hat uns jetzt überhaupt nichts gebracht. Ja, sind wir durch, würde ich sagen, ne? Kapitänskabine brauche ich, denke ich mal, nicht. So viele Neuigkeiten gibt es da nicht. Und dann gucken wir einfach mal, was wir als nächstes machen. Genau, Cerberus-Angriff. Gleich ins nächste Gefecht. Jo. Aber da würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dann, Leute. Ciao.